So, heute machen wir weiter mit den Sounds. XNA bietet nicht nur die Möglichkeit, 3D- und 2D-Grafiken anzeigen zu lassen und mit neuen Input-Möglichkeiten umzugehen, sondern es bietet auch eine einfache Möglichkeit, um eben Sounds abzuspielen. Dafür benutze ich zumindest das Programm SFXR. Ja, das könnt ihr euch von der Seite hier runterladen. Klickt ihr hier drauf und es öffnet sich schon der Download. Ihr klickt dann einfach auf Download und ihr bekommt ein ZIP-Archiv. Ach, kann ich eigentlich gleich hier rüber machen. So viel ist es jetzt noch nicht und ihr bekommt halt ein ZIP-Archiv. Das Programm ist auch echt klein und sofort runtergeladen. Ja, das führt mir hier dann einfach mal schnell aus. Und schon ist das Programm da. Also ihr habt gesehen, das ist kein großes Problem. Die Website findet, ist gleich der erste Link bei Google, wenn wir einfach mal SFXR eingeben und dafür auch natürlich ein S benutzen. Dann ist es hier auch gleich der erste Link. Ich kann euch den natürlich auch in die Videobeschreibung packen. Ja. So, wir benutzen, stellen jetzt mal ein neues Projekt. Nennen das Ganze Sounds oder so ähnlich. So, löschen wie immer erstmal alles Unnötige. Und so. Da und da und das auch noch weg. So, nebenbei habe ich noch eine kleine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich Musik in den Videos hinterlege? Schreibt mir dazu einfach mal, entweder einen Kommentar oder eine private Nachricht, weil. Naja, manchmal ist Musik doch auch nicht so schlecht im Hintergrund. So. Also, wenn wir jetzt das hier haben, dann können wir uns hier rüber ganz einfach 8 und 16-Bit Musik erstellen. Ja, das mache ich jetzt einfach nur als Beispiel, damit ich eben keine eventuell lizenzierten Musikstücke verwenden muss. Ja. Ich hoffe, ihr hört das Ganze. Ja, oder ihr solltet das hören. Gerade mal ein bisschen durch. Ja, das klingt zum Beispiel nicht schlecht, wenn wir ein Spiel haben, wo wir eine Münze aufheben. Oder wenn wir ein Spiel haben, also ich hatte ja schon mal ganz am Anfang, glaube ich, mein Spiel gezeigt, wo ich. Ach je, ich glaube, das heißt Windows Game 8 oder so hieß das, glaube ich. Habe ich das hier noch irgendwo in Nähe? Schade. Also ich hatte schon mal so ein Spiel programmiert. Kann ich ja den Download-Link dazu auch in der Beschreibung packen und ein Serial Key. Ja, das ist einfach nur ein Programm gewesen, wo man auch eben wie schon mit dem Pfeil die Steuerung hatten, wo man ein bisschen schießen kann, wo ein paar Gegner kommen. Und da habe ich zum Beispiel keinen Sound eingebaut. Da könnte ich mir zum Beispiel diesen so einen Sound beim Schießen ganz gut vorstellen. Ja, das klingt sicherlich, macht einen besseren Effekt, weil ein Spiel ohne Ton kommt halt ein bisschen blöd rüber. So, wenn wir das jetzt hier als Ton haben, dann können wir das auch ganz einfach exportieren. Wir können den Ton natürlich auch noch irgendwie anpassen, indem wir zum Beispiel noch einen Vibrator ein bisschen einbauen. Dann müsste. Klingt das jetzt. Ah, das klingt doch schon besser. So, den mache ich hier einfach mal wieder aus. Aus. So. Ja, das klingt besser. Gut, dann packe ich mir das Ganze einfach hier irgendwo auf den Desktop oder so. Wie nenne ich denn das Ganze? Boah, was weiß ich. Laser.wav. Und dann füge ich das Ganze, wo ich es auch immer habe, jetzt ein, da unten.
So, einfach hier ein Content reinschieben, fertig. Ja, jetzt muss ich das vielleicht auch ein bisschen verschieben hier mal eben so. Also wir sehen, das Ganze heißt Laser und ja, ist eben vom WAV-Typen. Laser heißt das Ganze, also können wir das über den Content Manager eben laden. Also haben wir dann Content.load und das Ganze ist vom Typ Sound Effect Instance und heißt Laser. Sound Effect können wir auch hier mal eben machen, nennen wir einfach mal Sound Sound. Sound. Und naja, der Ganze ist initialisiert, geladen. Müssen wir jetzt in der Update-Methode einfach nur noch mal ausführen, und zwar wenn if keyboard.getState. Also Klammer auf zu Punkt is keyDown keys. Was nehme ich denn mal? Boah, S wie Sound oder so. Naja, wenn das down ist, soll Sound einfach nur gespielt werden. Ganz komplizierte Sache. Ich kriege einen Fehler. Und zwar. Was? Datei enthält Microsoft Audio Sound Effect. Es wird aber. Ach so, ach so. Gut, wir müssen das Ganze natürlich auch noch sagen. Wir laden, dass wir hier nur einen Sound Effect laden. Und natürlich müssen wir den Sound Effect auch noch hier überschreiben und dann sagen Punkt Create Instance. Die Instanz ermöglicht uns zum Beispiel mehr Effekte, also dass wir es zum Beispiel pitchen können, sprich höher machen und tiefer machen. Oder dass wir einfach nur, das auch dafür sorgt, dass der Sound nur einmal gleichzeitig abgespielt wird. Das kann im Sinne des Benutzers sein, kann aber auch nicht im Sinne des Benutzers sein. Wenn man zum Beispiel ganz, ganz schnell schießt, dann möchte man vielleicht doch, dass der Sound zweimal gleichzeitig abgespielt wird. Naja. So, wenn ich jetzt auf S drücke, dann hören wir den Sound. Ziemlich laut sogar, finde ich. So, jetzt können wir hier auch mal gucken, was uns denn der Sound so alles bietet. Wir können ihn, wie schon gesagt, pitchen. Wir können. Oh, wir können ihn loopen. Naja, also, wie ihr seht, wir können hier eine ganze Menge machen. Und zum Beispiel mal die Lautstärke. Punkt Volume, sage ich einfach mal. Geteilt durch gleich 2. Dann sollten wir hören, dass es leiser wird oder ist. Ach so, okay. Ja, natürlich wäre es auch vielleicht ganz gut, wenn ich das hier erstmal in Loop packe. Okay, es müsste aber schnell, ganz leise sein. Genau, jetzt wird es immer leiser. Das ist auch nicht so das Sensor. Also muss ich es direkt hinter die Instanzierung packen. Ist jetzt nicht wirklich laut. Machen wir einfach mal durch 4. Ist schon leiser. Wir können es aber natürlich auch lauter machen. Vielleicht mal lieber nur 1,5. Ups. Okay, braucht man Float. Okay, außerhalb des gültigen Wertebereichs. Okay, dann lassen wir das lieber bei 1. Oder wir machen es mal jetzt ganz, ganz leise. 10. So, damit sollten wir auf jeden Fall was haben. Das ist deutlich leiser. Okay, also ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr einfach Sounds euch selber erstellen könnt. Mit dem Programm kann man natürlich auch noch anderes machen, als jetzt einfach nur so eine Schusseffekte oder ähnliches. Man kann damit, wenn man es richtig gut kann, natürlich auch 8-Bit-Musik komponieren, aber das ist sehr schwer. Dafür muss man sich dann halt jeden
Effekt einzeln machen und dann in Audacity oder ähnliches halt hintereinander schneiden und dann bearbeiten nochmal. Ja, aber wenn man es kann, dann kann man es und dann macht das Ganze auch sicherlich einen Heidenspaß. Ich benutze das Programm, um Soundeffekte zu erstellen und das ist nicht schwer, das kriegt auch ihr hin. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht kommt heute noch ein viertes Video. Mal gucken.